Hallo, da ist die Nadine vom Alexandra Rinke Team. Heute möchte ich euch die Schulranzenstanze vorstellen. Die Schulranzen, Schultüten sind sehr süß als Tischdekoration, als kleines Goodie, als Mitbringsel. Drin lässt sich einiges verstauen, ein paar Kleinigkeiten. So, hier seht ihr, dass ich die Falzlinie nachfalze gut und die Taschen, der Taschenrücken oben habe ich ein bisschen in die Richtung gefalzt. Sieht für mich einfach schöner aus, wenn es ein bisschen so rund gebogen ist wie abgeknickt. Ne? Dann gibt es extra eine Stanze für die Schulriemen, also für die Taschenriemen und vorne für so eine kleine, für ein kleines Einsteckfach. Die Riemen werden schon in die Löcher eingesteckt. Ich habe sie noch festgeklebt, dass die dort bleiben, wo sie hingehören. Das ist aber kein Muss. Für mich war es einfach praktischer. Mit meinem Kleber, der klebt ziemlich schnell, darum auch kein Problem. Vorne kommt dann die kleine Tasche dran. Da ist ein Schlitz da. Kann man das einführen. Ich habe es wieder festgeklebt. Das ist kein Muss, ihr könnt die Tasche auch vorne einfach so draufkleben oder überkleben. Ich habe es für mich einfach so gelöst. Können wir jetzt kleine Mini-Tags, wo dabei sind, noch reinstecken. Sieht einfach süß aus für kleine Dekorationen. So, der Verschluss habe ich für mich die beste Lösung gefunden, so 3D-Dots, die sind 3 mm. Die passen genau, bleiben die Taschen schön zu. Das war's schon. Viel Spaß beim Nachwirken. Tschüss!